Damit willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Ich war gerade wieder im Museum, habe ein paar Karten abgegeben. Und ja, dabei ist mir aufgefallen, dass hier eine Peach Post liegt. Und die werden wir uns jetzt natürlich anschauen. Peach Post 7 erhalten. Mario, ich habe herausgefunden, was Bowser plant. Oh, jetzt bin ich gespannt. Er wird... Ah! Super. Also irgendwas ist hier anscheinend passiert. Kein Kommentar von Mario oder Fabian dazu? Okay. Ja. Ich war übrigens nochmal in der Paprikaterie und habe den Eispickel eingesetzt, um die Lupe zu holen. Dann hat das allerdings nicht funktioniert. Deswegen habe ich euch das jetzt, ja, nicht weggeschnitten, sondern ich habe halt den Part beendet, gelöscht. Und jetzt nehme ich halt hier quasi neu auf. Das ging nur 4 Minuten oder so. Ich habe es halt probiert. Und dann auch noch ein bisschen rumprobiert und so, ob es vielleicht irgendeine andere Möglichkeit gibt mit irgendwelchen anderen Dingsen oder so. Aber es funktioniert nicht. Wir brauchen anscheinend irgendwas Neues dafür. Was mich ehrlich gesagt ziemlich wundert, weil ich meine, das war ein Eisblock und der Eispickel ist ja normalerweise dafür da, um Eis in kleine Teile zu schlagen. Es hat sogar teilweise funktioniert, also der hat den Eispickel schon eingesetzt und der hat dann da auch drauf gehauen oder ist eine Ecke weggebrochen. Aber das war's halt dann. Ach, nicht du schon wieder. Okay, ja, aber den kriegen wir, den kriegen wir. Wenn die Routen so einfach sind, dann passt's ja. Und der läuft sogar an mich rein, okay. So, dann komm mal her. Bist du keine Freunde oder so? Gut, verbrauchen wir jetzt ein paar Karten für dich, ist in Ordnung. Ich glaube, ein normaler Sprung reicht doch für dich sogar aus, wenn ich mich recht entsinne. Deine Karte wäre nochmal ziemlich geil, weil damit könnte ich mir irgendeine Gegnerkarte holen. Ja, easy. Also, er kann halt echt nichts. Aber der kann jetzt lange nicht mehr, der Typ. Das sieht ja ganovengeil blass aus. Aber wir kriegen seine Karte nicht. Schade. Wäre jetzt cool gewesen. Steckt ja schon gerade rein, da müssen wir auch noch machen. Fuck. So. Wir machen auf jeden Fall im Boss-Level weiter. Abendrot Express. Ich freue mich. Spielen sehr gespannt darauf, was hier abgehen wird. Warum hat er schon wieder meinen Ton verringert bei der Elgato? Ich flipp noch aus. Das ist doch... Ich glaube, ich hatte das im letzten oder im vorletzten Part auch schon. Dass der einfach zur Zeit immer, wenn ich irgendwie auf 34 stelle oder so, der dann einfach das um 3 Stufen runtersetzt oder so auf 31 oder sowas. Ich weiß nicht, was das soll. Ich muss das mal wieder hochstellen. Mario, ist irgendwas komisch. Von hier aus fährt der Abendbrot-Express vom Kap Sternenzelt. Die Lokomotive kommt vom Restaurant, aber... Nennen sie lauter rote Rettertoads in dem Waggon. Schaut mal. Was geht denn hier vor? Wir sind endlich am Ziel und haben kein grünes Licht. Das hatte ich gerade sagen wollen. Auf der Strecke vor uns gab es einen stummen Schleinstart. Und da wir nicht stark genug sind, um den Weg freizuräumen, laufen wir einfach sinnlos in der Gegend herum. Toads sind nicht besonders gut darin, sich zu organisieren. Das weißt du ja mittlerweile. Ein Steinschlag? Das hatten wir doch schon mal. Da hilft nur noch eins. Panik! Hör nicht auf ihn. Panik hat noch nie Probleme gelöst. Wir müssen die Gleise räumen. Wenn der Abendrote Express nicht fährt, kommen wir nicht zum Kap Sternenzelt. Und wenn wir nicht nach Kap Sternenzelt kommen, finden wir niemals den großen Farbstern. Und wenn wir den nicht finden, ist alles aus. Panik! Tut mir leid. Ist ja gut. Wir machen ja schon, wir machen ja schon. Der Felsen ist gleich da hinten. Ein Stück weit die Gleise entlang. Das kannst du gar nicht verfehlen. Okay. Das ist mir hier schon wieder zu groß, das Gebiet. Paprikaterie, Kap Sternenzelt, okay. Dann schauen wir erstmal in der Richtung. Wir kommen da nicht hoch, oder? Dieser Waggon ist für die roten Rettertoads reserviert. Je schneller dieser Steinschlag aus dem Weg geräumt ist, umso eher können sie ihren wohlverdienten Urlaub antreten. Die haben doch gar nichts gemacht bis jetzt. Du stehst da ungünstig. Die juckt es bestimmt in den Fingern, diesen Entfaltungsblock auszuprobieren. Aber bitte, kümmere dich erst um den Steinschlag. Okay. Das soll also verhindern, dass ich Dinge mache, die ich nicht machen soll. Da kommen wir auch noch nicht hoch. Hm. Ja, also ich bin sehr gespannt. Mein Inventar ist auch schon wieder fast voll. Ich hatte vorhin 98 Karten. So, jetzt war jetzt die 99. Jetzt müsste voll sein. Das ist natürlich ungünstig. Ne, das war jetzt sogar erst die 98. Ich habe sogar noch einen Platz frei. Cool. Der Abendrot Express ist so toll.
Ich habe gehört, dass eine riesige Sternenschnuppe direkt über Kap Sternenzelt heruntergekommen ist. Und genau da fahren wir hin. Man sagt, dass der VIP, der seit der Paprikaterie mitfährt, ein Auge darauf geworfen hat. Ja, ich habe sogar eine Vermutung, wer dieser VIP ist. Ich werde diese Vermutung aber nicht äußern, weil ich vermute, dass sie richtig ist. Ich vermute es. Und wenn sie richtig wäre, und davon gehe ich wie gesagt aus, dann wäre das ein Spoiler an der Stelle. Deswegen schweige ich mal. Ich weiß es ja nicht. Das Spiel ist blind, aber man kann sich es eigentlich schon denken, wenn man so ein bisschen auskennt und alles. Und dann denke ich, kommt man schon drauf. So, ich habe mir so ein Ding jetzt weg. So ein einer Pilz brauche ich ihn nicht. Ich nehme dafür den großen Bohrsprung mit. Hi. Folge den Gleisen und du kommst zum Steinschlag. Da kannst du gar nicht verfehlen. Okay. Ist hier hinter noch irgendwas? Das sieht so auffällig aus. Ich denke manchmal auch, ich finde Secrets wo gar keinen Sinn. Okay, wie auch immer ich jetzt das freigeschalten habe. Die Dinger brauchen wir, es tut mir leid. Ja, die Frage ist, was fliegt dafür raus? Es fliegt ein Pickelhelm weg. Es fliegt ein Doppelhammer weg. Es tut mir leid, aber ich muss hier gerade Platz schaffen. So wie ein Eisensprung, davon habe ich auch zu viele. Ich kann mal irgendwie Ordnung schaffen. Ein kaputter Dreifachsprung. Ein normaler Doppelsprung. Eine Feuerblume, weil davon habe ich gerade auch schon wieder zu viele. Außerdem noch ein normaler Hammer. Doppel-Eisensprung habe ich auch zu viel. Und ein normaler Sprung fliegt auch noch weg. Okay, jetzt habe ich wieder 9 Plätze frei und ich habe auch schon wieder zu viele Dingskarten dabei. Also wir müssen unbedingt in den nächsten Kämpfen mal die Dingskarten mit einsetzen, dass wir die mal irgendwie mit loswerden. So. Und die beiden Dreier-Dinger waren neu, deswegen habe ich sie auch hauptsächlich eingesammelt. Okay, hier ist ein Kaktus. Die großen Dinger geben ja meistens auch immer sehr viele Karten und sowas. Ein riesiger Pilz. Okay, brauche ich alles fürs Museum. Das ist noch eine Blume. Eine große Feuerblume. Jetzt mein Ding ist auch schon fast wieder voll mittlerweile. So viele Karten wie wir kriegen. Und ein großer Morphhammer. Wieder eine neue Karte fürs Museum. Ist ganz wichtig. So, hast du noch was zu sagen? Ich will mir doch nur Züge ansehen. Mehr brauche ich nicht. Der beste Ort, um Züge zu sehen, ist im Vorsprung. Ist der Vorsprung an der Wand? Für mich ist er allerdings so hoch, um hinaufzukommen. Schon seltsam, wenn ich da bereits einmal... Warum kann ich den gerade nicht vorlesen? Schon seltsam, denn ich war bereits einmal da oben, aber ich erinnere mich einfach nicht, wie ich das geschafft habe. Meine Fresse. Manchmal habe ich Probleme beim Vorlesen, wo gar keine Probleme sind. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ohne Witz, Kumpel, ich komme da gerade auch nicht hoch. Brauchen wir jetzt doch den Entfaltungsblock? Anscheinend brauchen wir jetzt doch den Entfaltungsblock. Okay. Kann ich hier auch einfach so weitergehen? Kann ich, okay. Ja gut, dann müssen wir anscheinend doch später erst nochmal zurück zu dem Entfaltungsblock und gehen jetzt hier weiter. So, wo ist denn der Steinschlag? Okay, das, Mario, sieh dir nur diesen gigantischen Felsen an. Ich habe ihn aufgefordert, den Weg frei zu machen, aber hört einfach nicht auf mich. Vielleicht musst du nur etwas höflicher sein. Verzeihung, mein Herr, würde es Ihnen etwas ausmachen, ein Stück zur Seite zu rücken? Das muss auch ein großes Stück sein. Aus dem Weg, Betonschädel! Nichts zu machen, er scheint gar nicht zu hören. Vielleicht schläft er ja. Ich hab's, wenn wir meine Stimme lauter machen könnten, ließe er sich vielleicht erschrecken und aufwecken. Ja, ist möglich. Dafür brauchen wir aber das Megafon. Und wo muss ich das einsetzen, Fabian? Ja, ich würde ja gerne, aber wo muss ich das denn einsetzen? Ich weiß ja, wir haben ja das Mikrofon dabei. Das Megafon. Aber ich kann das hier ja nirgendwo benutzen.
muss irgendwie darüber. Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Weil ich kann das Mikrofon ja so nicht einsetzen. Ich muss ja da dieses Ding ausschneiden. Aber dann muss ich ja trotzdem im Faltungsblock. Weil alles andere macht keinen Sinn. Hier sind ja sonst keine Wege mehr. Das sieht irgendwie auch gerade verdächtig aus. Lass mich mal in den Faltungsblock. Aha! So wie du hier rumhörst, suchst du sicher nach einer Möglichkeit, den schlafenden Felsen aufzuwecken. Schwing da einfach mal der Hammer gegen diesen Entfaltungsblock hier. Ich bin mir sicher, dass das irgendwas hilft. Bin ich mir auch sicher. Was zum? Wo kommen denn jetzt die Holzdinger her? Wo auch immer der Scheiß jetzt schon wieder herkommt. Versucht irgendjemand uns zu behindern. Leute, euch geht das Holz aus. Es tut mir sehr leid für euch, aber es ist nun mal so. Den werde ich gleich mal ordentlich die Limiten lesen. Los, Speicher. Ey. Wir haben doch gar nicht eine Baumstämme heruntergerollt. So ist besser. Ihr wollt kämpfen. Ihr fünf Dödel. Na gut. Wir können zwar nichts, aber kämpfen wir halt. Ihr wollt. Sehr, sehr schön, wenn er drauf geht. Wie viel sind das denn? Das sind fünf. Ja. Ich weiß genau, was ich gegen euch mache. Wird da noch genau eine Karte. Könntest du aufhören mit dem Shit? Gib die Zitrone. Alter. Gut. Ich merke schon. Ihr wollt Ärger. Gut, dann machen wir es anders. Ich wollte es so nicht machen, aber ihr wollt es nicht anders. Ist in Ordnung. Dann brate ich euch eben. Werden wir jetzt gleich mal ein paar Dingskarten los. So. Schwachköpfe. Also ich wollte halt erst hier kaputter Fünffachsprung und so einsetzen, aber die wollten ja nicht. Die mussten ja unbedingt witziger sein und mir Karten klauen. So, ein Farbhammer-Level-Upgrade haben wir auch. Kann ich jetzt hier irgendwas machen, jetzt wo ich das Zeug runtergeworfen habe? Nee, oder? Nee. Schade. Aber gut, dafür haben wir jetzt den Turm da. Und warum ist denn Speicherpunkt? Hi. Oh, jetzt weiß ich, über dem Masterturm bin ich auf den Vorsprung gelangt. Sag bloß. Okay, aber ansonsten kann man ja auch nichts machen. Gut, dann gehen wir rein. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. So, jetzt kommen wir auch hier weiter, aber da kommen wir nicht weiter. So, war zwar eigentlich nicht genau, aber das Spiel hat es als in Ordnung anerkannt. So, ausschneiden, 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 ausschneiden. Da, wo ist das Megafon? So, wird er überreichen, um dir aufzuwecken.
Okay, er ist auf jeden Fall wach. Aber sieht aus, als würde er jetzt uns umbringen. Oder er steigt einfach in den Himmel und lässt uns in Ruhe. Unglaublich. Das ist der verschlafenste Felsen, der mir je begegnet ist. Aber jetzt ist er aufgewacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Nun kann der Abendbrot-Express seinen Weg fortsetzen. Ich muss sofort den anderen davon erzählen. Also, zurück zum Abendbrot-Express. Nächster Halt, Kap Sternenzelt. Aber das hier ist doch eigentlich das Boss-Level. Okay. Anscheinend hat es wieder mehrere Etagen. Was geht jetzt ab? Mario! Okay. Hi. Alles in bester Ordnung. Die Wagen sind jetzt alle an den Lokomotiven gekoppelt. Der Abendbrot-Express ist bereit zum Abfahren. Mario! Es ist eine Katastrophe. Unser VIP und seine Freunde verwüsten alles und das gerade, als wir abfahren wollten. Mario! Oh, scheiße! Die wollen uns umbringen! Ach du heiliger Bimbam! Und natürlich, ich hatte recht, es ist einer der Kupperlinge und zwar der liebe Larry. Die haben einfach den Zug entführt, ich glaube, ich bin. Huff, das war knapp. Mario, hast du diese verdächtige Gestalt auf dem Dach gesehen? Mario! Der kommt mit der Drasine. Mario, wie schrecklich, der VIP hat den Zug entführt, als er gehört hat, dass du auf dem Weg zur Kap Sternenzelt bist. Aber wir können ihn sicher noch einholen mit meiner ultraschnellen Drasine. Du musst uns Schwung geben, schlag einfach mit dem Hammer auf den Griff, und zwar tüchtig. Moment, Freunde. Ich muss doch da hinten das Zeug noch umfärben. Das gibt's doch nicht. Okay. Starten wir uns erst den Zug. Einfach eine Zugentführung, ich glaube, ich bin. Das ist doch nicht wahr. Okay, halt so, dann springe ich drauf. Wir haben den Zug eingeholt, beeil dich, halte den VIP auf. Wenn du zurück zum Bahnhof möchtest, lass es mich einfach wissen. Okay. Dann fighten wir uns zu dem Drecksack vor. Ist ein roter Retter tot. Hi. Stimmt, euer Waggon war voll, wo seid ihr alle hin? Mario, entführt, der Abendbrot-Express wurde entführt. Und es sind noch Retter-Tots drin. Wenn du sie findest, hilf ihm bitte. Roter Retter-Tot Nummer 1 bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier auf Port Prisma. Ja, wie willst du das machen? Du willst doch nicht springen, oder? Oh. Okay, der hat Suizid begangen. Vorsicht, Mario. Die Scheigers dürfen dich nicht sehen. 41? Ja, komm. Du Drecksack. Na komm her. Hätte ich dir jetzt nicht einfach eine verpassen können? Okay, also die Drecksau schaut zweimal. Dreimal. Du verdammtes. So, jetzt reicht's mir mit dir. Komm her. Oh Gott, was hat der denn für eine Armee dabei? Unser ganzer Sombrero-Guy. Der die alle pusht. Die Gitarren-Weeps spenden Energie. Aha. Aber ich habe keine Zeit für euch. Ihr wolltet vorhin unbedingt die Zitrone haben, dann bekommt ihr sie. Ich wünsche einen guten Appetit. Der Sombrero-Guy haut natürlich ab. Zitrone im Auge. Okay, sind irgendwie paralysiert und schießen deswegen daneben. Ha. Ihr Trottel. Wenn der die jetzt natürlich heilen kann, ist das doof. Okay, er hat zwar KP wiederhergestellt, aber sie sind immer noch verwirrt. Und jetzt haut der Drecksack einfach ab.
glaub's ja nicht. Okay, also ich muss euch irgendwie ausschalten. Okay. Gut, ich denke, das wird reichen. Ich habe jetzt volle drei Karten ausgespielt, mache ich ja selten. Aber wir wissen ja, dass die Hammer bzw. Bumerang bzw. Eis- und Feuerbrüder ziemlich stark sind und man sieht es auch hier wieder. Ich glaube, der tankt sogar noch den zweiten. Der tankt den zweiten tatsächlich. Gut, die Schockwelle hat ihn leider nicht weggefetzt. Eigentlich hätte er jetzt mit dem Sprung auf den hinteren gehen sollen. Schade. Okay. Okay, er ist wieder normal, aber das ändert auch nichts an der Situation. Aber der überlebt noch so einen Sprung, oder? Ich gehe vorsichtshalber auf zwei Sprünge. Ich glaube zwar nicht, dass er... Ja, wobei, doch. Ich denke, der wird den ersten noch überleben. Es ist schwer zu sagen, ob der die Hälfte hat oder nicht. Vorhin, der eine hat es ja noch überlebt. Doch, er überlebt noch. Okay, alles richtig gemacht. Ich glaube... Komm her. Komm, steh auf. Papierabfälle wandern in den Papierkorb. Ich wurde zu einem Ball zusammengeknüllt und beinahe weggeworfen. Vielen Dank. Rettertod Nummer 2 bereits im Einsatz. So, das ganze Gedöns sammle ich ein. Ich gehe, wenn ich Lust dazu habe, also dräng mich nicht. Raus mit dir. Okay, Leute, und ob wir den Zug zurückerobern, das war jetzt dumm. Ich bin noch auf die andere Seite. Okay, ob ihr den Zug zurückerobert oder nicht, das sehen wir im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis dann. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ciao.